Möchtest du auch die Angebote von Premium-, Video- oder Musik-Streaming-Anbietern nutzen, aber nicht den gesamten Preis zahlen, den hier diese Firmen verlangen? Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr hier die Abos von Premium-Subscription-Provider wie zum Beispiel Tidal, Spotify, Netflix, aber sogar YouTube Premium bekommen könnt und das für bis zu 58% Rabatt. Und das alles mit nur wenigen Klicks, mit sofortigem Zugang und ohne das Ganze hin und her mit einem VPN. Wenn das für euch interessant ist, dann bleib auf jeden Fall dran. Und wenn du irgendwelche Freunde hast, für denen das auch interessant sein kann, dann teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und wir schauen uns das heute einmal am Beispiel von Tidal an. Tidal ist ein Premium-Musik-Streaming-Anbieter, ähnlich wie auch Spotify oder Deezer. Und bei Tidal selber gibt es nicht kostenlos, also auch keine kostenlose Version, sondern es gibt zwei im Endeffekt Abos, die man sich ausholen kann. Entweder das HiFi oder HiFi Plus. Unterscheiden tun sie sich einmal in der Soundquality, also HiFi Plus hat hier natürlich bessere Soundqualität. Die Musik- und Videoanzahl ist bei beiden Paketen gleich. Beide Pakete sind dann auch werbefrei und man kann sie auch offline anhören. Also man kann die Musik runterladen und hier dann auch entsprechend, so oft man möchte, das nächste Video einfach skippen. Zwei Sachen, die ich bei Tidal ziemlich cool finde, ist zum einen das Tidal Rising. Und dort gibt es dann halt Musik von Tidal Rising Artists, wie sie das nennen. Und das sind einfach irgendwelche Künstler von der ganzen Welt, die sie hier mit supporten durch sämtliche Genre durch hinweg und wirklich im Endeffekt noch Uncovered Artist mit teilweise echt sehr, sehr geiler Musik. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und was auch ziemlich cool ist, ist, dass man hier bei den Musikvideos oder auch bei den Songs einfach es auch auswählen kann, was für eine Songqualität hier jetzt abgespielt wird, auch innerhalb der Paketen. Also ob man eher gerade ein bisschen niedrigere Qualität haben möchte oder ob man perfekte Qualität im Endeffekt haben möchte und das spiegelt sich natürlich dann in eurem Datenvolumen wieder. Das heißt, wenn ihr im WLAN seid, könnt ihr natürlich hohe Qualität nehmen. Wenn ihr aber vielleicht gerade irgendwo im Ausland unterwegs seid oder nur noch begrenzte mobile Daten habt, dann nehmt ihr halt eine kleinere Videoqualität oder Soundqualität und spart euch so ein bisschen Datenvolumen mit ein. Und wie ihr hier schon sehen könnt, kostet so ein Paket dann 10,99 € für das HiFi-Paket oder sogar 19,99 €, wenn man hier bessere Songqualität haben möchte. Und das jeden Monat. Also es ist wirklich schon eine Stange Geld dafür, dass man hier Musik und Videos sich anschauen kann. Und wir schauen uns jetzt an, wie ihr hier dieses HiFi Plus Paket, was normalerweise knapp 20 € im Monat kosten würde, für aktuell ca. 3,60 € pro Monat bekommt. Beziehungsweise dann im 3-Monats-Paket sind es etwa 10,50 €, die ihr hier bezahlen müsst. Für 3 Monate anstatt hier nur 1 Monat von dem HiFi bekommt ihr dann sogar HiFi Plus. Und das alles geht mit der Seite von Gamsco. Und Gamsco bietet nicht nur Tidal an, sondern auch Netflix, Spotify, YouTube Premium. Und YouTube Premium ist sehr, sehr geil für jeden, den irgendwie die Werbung nervt, vor oder nach irgendwelchen YouTube-Videos. Sie haben Disney Plus, HBO Max, Tidal, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber auch dieser Crunchyroll für unsere Manga-Fans. Und sogar Amazon Prime Video und IPTV und auch Office. Wobei hier die letzten 4 hier als VIP-Mitglied nur verfügbar sind. Das heißt, man muss hier ein wiederkehrender Kunde sein, damit man hier diese Sachen auch buchen kann, beziehungsweise die auch überhaupt sieht. Und was ihr hier auch seht, ist, dass manchmal hier Inventory Shortages, das heißt, die haben hier gerade nicht mehr so viele Accounts auf Lager oder überhaupt welche. Und wenn das der Fall ist, dann schaut einfach nochmal ein paar Stunden rein oder einfach am nächsten Tag und schaut, ob es dann wieder verfügbar ist. Und dann geht ihr auf Purchase Now und dann seht ihr, dass ihr Tidal für 10,77 € bekommen könnt für insgesamt 3 Monate, also runtergerechnet 3,59 €. Und wenn ihr hier dann noch beim Promocode einmal GREAT eingebt, dann könnt ihr hier auch nochmal ein paar extra Prozente sparen. Den Link zu der Seite als auch den Promocode findet ihr natürlich auch nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn ihr dann zu GoToPayment geht, habt ihr hier auch viele, viele Möglichkeiten, das zu bezahlen. Das ändert sich auch immer ein bisschen, je nachdem, in welchem Land ihr gerade seid. Ihr habt dann hier natürlich Visa, Mastercard, ihr habt auch Stripe, Apple Pay, Google Pay, aber auch Kryptos sind vorhanden. Sofortbanking in Deutschland, Trustly und hier sämtliche Kryptowährungen, die ihr hier über Coinbase oder Binance dann auch abwickeln könnt. Und wenn ihr das dann bezahlt habt, dann bekommt ihr hier Real-Time-Delivery, also ihr habt sofortigen Zugang
Und sollte mal irgendetwas mit dem Passwort nicht stimmen, müsst ihr nicht erst den Support irgendwie belästigen, sondern habt im Dashboard hier einfach einen Button, wo ihr mit einem Klick euer Passwort resetten könnt. Und ihr habt auch einen 24/7 Live-Support und der ist wirklich 24/7 da. Es ist egal, in welcher Zeitzone ich bin, es ist egal, wann ich den schreibe. Die antworten innerhalb von wenigen Sekunden bis vielleicht 1-2 Minuten. Und das ist wirklich hier, also mega, mega guter Support. Und sollte mal irgendetwas mit eurem Account sein und ihr könnt es doch nicht nutzen, warum auch immer, dann habt ihr hier innerhalb der ersten 20 Tage, wo ihr hier dann einfach ein Geldzurückgaberecht habt. Also auch hier braucht ihr euch keine Sorgen machen und ich war schon sehr, sehr oft mit dem Support in Kontakt, auch um hier meine Videos vorzubereiten. Und ich hatte bisher wirklich noch nie irgendwelche Probleme und wenn es irgendeine Kleinigkeit gab, wurde es sofort gelöst. Und sie sind auch super kulant und habe wirklich nichts Negatives zu berichten. Und meine Erfahrung spiegelt sich dann auch in den Bewertungen von Trustpilot wieder. Da hat Gamsco aktuell 4,9 Sterne bei fast 6000 Bewertungen. Gamsco selber ist nun schon seit über 4 Jahren hier auf dem Markt. Und ich selber nutze Gamsco nun auch schon seit Ende 2022. Und wirklich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Aber es spart viel Geld. Und gerade wenn man hier keine Lust hat, sich irgendwie diese Premium-Subscriptions lästig mit VPN oder ähnliches durchzuwursteln und sich zu buchen, ist Gamsco hier wirklich die perfekte Alternative, wo man das wirklich mit wenigen Klicks sofortigen Zugang hat, ohne lästige VPNs oder sich vorher vielleicht noch eine VPN kaufen zu müssen und hier sämtliche Probleme zu haben. Und auch Netflix funktioniert immer noch, obwohl Netflix hier natürlich versucht, die geteilten Accounts teilweise zu blockieren. Aber auch das nur in manchen Ländern und hier bei Gamsco gab es in der ganzen Zeit jetzt noch keinerlei Probleme. Jetzt schauen wir uns noch einmal ganz kurz im Backend an, wie das dann aussieht. Da geht ihr einmal hier oben auf Subscription und dann habt ihr hier sämtliche Subscriptions, die ihr habt. Meine laufen jetzt demnächst aus und da seht ihr auch, dass sich die Subscriptions nicht automatisch erneuern. Also ihr müsst da keine Angst vor irgendeiner Abo-Falle haben, sondern ihr bekommt, bevor es abläuft, ein paar Tage vorher nochmal eine Erinnerungs-E-Mail. Und fragt euch, ob ihr erneuern wollt, aber ihr könnt das auch hier jederzeit dann vom Backend einfach auf Renew Now gehen, die Bezahlung wieder machen und dann habt ihr das hier erneuert. Ansonsten bekommt ihr hier eine E-Mail-Adresse von Tidal und auch ein Passwort, was ihr euch dann kopieren könnt. Und dann könnt ihr euch mit der E-Mail-Adresse und mit dem Passwort einfach einloggen auf Tidal.com oder natürlich auch in der App. Und einfach, um euch das hier auch nochmal zu zeigen, hier, wir haben wirklich HiFi Plus Membership und nicht nur die HiFi, also hier auch die beste Qualität für ungefähr nur 3,55 Euro im Monat anstatt 20 Euro. Also definitiv mega Opportunity, um Geld zu sparen, wenn man hier ohnehin diesen Service nutzt oder nutzen möchte. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, also lasst mir dann gerne einen Like da und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, ob es bei euch alles reibungsfrei funktioniert hat. Und wenn ihr Freunde habt, die auch Geld sparen wollen bei ihrem Netflix-Abo, Spotify, YouTube-Premium-Abo oder ähnliches, dann teilt das Video natürlich sehr, sehr gerne mit denen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.